So, weiter geht's mit Skyrim. Wir sind jetzt hier bei Flusswald. Ich bin mal wieder rausgegangen schon. Aber port mich erst jetzt zur Karlspitze, weil wer weiß, was uns da mal wieder erwartet. Am Karlspitzlager. Denn wir haben das Ding ja schon zweimal gesäubert. Weil nach dem ersten Mal säubern kamen irgendwann wieder neue Banditen. Was soll's? Ist ja gut, Musik. Oh. Ist ja schon gut. Und ich will ein bisschen mit Dolch kämpfen. Willst du mich verarschen? Das ist nicht mehr lustig. Das ist nicht lustig. Und der geht mir jetzt nur auf den Piss. Ich schwöre es, ihr geht mir auf den Nerv. Bäm, weg mit euch. Ihr geht mir auf den Keks. Da oben ist ein Drache, gegen den ich kämpfen muss. Deswegen machen wir das mal hier schnell. Ich habe keine Zeit für euch, habe ich gesagt. Döner. Jul ging daneben. Hallo? Wo ist mein Bogen? Warum ist mein Bogen nicht mehr auf 3? Jetzt kommt die Passage, in der ihr hinfallt und zum Tode. Warum habe ich diese komischen Pfeile angewählt? Ich will meine Nordpfeile. Komm, wenn ich es muss. Hab schon gecheckt. Ich soll mich auf dich konzentrieren. Na? Wo ist er denn jetzt? Hallo? Drache? Ah, der spielt gerade ein bisschen mit denen rum. Dann kann ich mal ein bisschen mit euch hier rumspielen. Heute stirbst du. Stirbe. Stirb, habe ich gesagt. Aua, was war das denn jetzt schon wieder? Ach, das ist S-Bahn. Hallo S-Bahn. Hilfst du mir ein bisschen gegen den Drachen? Warte auf mich, Lydia! Ihr habt gewonnen! Ich ergebe mich! Dann presch halt auch nicht immer so nach vorne, Lydia. Inzwischen bin ich nämlich viel stärker geworden. Bäm. Das ist Mr. Drache. Mit euch werde ich kämpfen. Ich wollte mich gerade heilen. Weil ich gerade gesehen habe, dass ich auf einmal so ganz wenig Leben nur noch hatte. Das ist jetzt irgendwie doof. Das ist jetzt irgendwie doof. Jetzt ist die Frage, wo komme ich raus? Wo wurde zuletzt gespeichert? Ja, naja, wenigstens etwas.
höre. Und auch diesmal ein Drache. Natürlich ist der Drache auch noch da. Warum auch nicht? Schnauze, Junge! Wie, ich bin schon wieder tot. Dann schneide ich eben, bis ich alle besiegt habe. Also wir sehen uns dann, Leute. So, da bin ich wieder. Alles erledigt. Espern, Delfine sind da. Jetzt steht unserem Ausflug nach da oben hin nichts mehr im Weg. Der Drache liegt da oben rum. Aber diese Tussel da mit ihrem Eispfeilen war schon das letzte Mal ein Problem. Die war immer ein Problem. Sie ist ein Problem. So, Kartspitze. Jetzt aber. Endlich. Automatisch speichern. Hier ist doch eh niemand mehr. Das sollte niemand mehr sein, aber... Vielleicht ist es ja dasselbe wie draußen und hier sind auch wieder alle respawned. Sieht aber nicht so aus. Scheint nur für draußen gegolten zu haben. Das Schöne ist, sie haben hier den Weg schon vorbereitet. Dadurch, dass ich so einen großen Forscherdrang habe, können wir hier einfach durchlaufen. Einfach zack und durch. Und schon sind wir wieder hier, wo wir nicht weiterkamen. Die Truhe ist noch leer. Dann warten wir doch mal und hören mal, was die beiden so dazu meinen. Ja. Ja. Weil hier geht's immer noch nicht rein. Hallo. Ah, da ist schon mal S-Bahn. Fehlt nur noch Delfine. Und die kommt da mit der Fackel. Wunderbar. Und zudem noch erstaunlich gut erhalten. Geht doch. Wurde auch mal Zeit, dass er kommt. Ah, da ist das Blutsiegel. Noch eine vergessene Kunst der Akaviri. Zweifelsohne wird es ausgelöst durch... Nun ja, Blut. Euer Blut, Drachenblut. Schaut her, hier seht ihr, wie die Klingen damals Reman Syrodiil verehrt haben. Ist ja gut, aktivieren wir's mal. Und Schnitz. Der gesamte Ort scheint ein Schrein für Reman zu sein. Er hat die Akaviri-Invasion unter geheimnisvollen Umständen. Nach euch, Drachenblut. Euch gebührt die Ehre, den Tempel der Himmelszuflucht zu gestern. Geil! Hallo? Ist jemand zu Hause? Hallo? Cooler Tempel. Mal ein bisschen umgucken hier. Hallo? Verzaubertes Schwert. Drachenfluch! Fucking awesome Drachenfluch! Ich hab ne neue Waffe. Ich hab fucking nochmal den Drachenfluch gefunden. Hä? Hier ist die Rüstung der Klingen.
Nice. Nice one. Oh, ich habe den Drachenfluch gefunden. Die Waffe ist so geil. Wo haben wir denn? Drache, da oben. Drachenfluch hier. 30 Punkte zusätzlicher Schaden bei Drachen und 10 Punkte Blitzschaden bei allen anderen. Oh, das ist so episch. Nö, hier geht die Ball nur raus. Ich will aber nicht raus. Geronimo! Hä? Wie jetzt? Ich soll hier zur Wand. Ach so. Ich denke, wir haben später noch Zeit, uns umzusehen. Sehen wir, was uns noch alles erwartet. Ach so. Die haben hier noch ein kleines Plauderchen gehalten. Ein Pläuschchen. Ich hab ein neues Katana. Mach Feuer. Brave denn. Shoras Knochen, da ist sie. Alduins Mauer. So gut erhalten. Noch nie habe ich ein schöneres Beispiel einer Akaviri-Reliefarbeit aus der frühen zweiten Ära gesehen. Ich habe keinen Plan, wovon du sprichst. Wir brauchen Informationen, keine Geschichtsstunde. Eben. Ja, ja. Sehen wir mal, was wir hier haben. Das ist der Held, glaube ich. Das Drachenblut. Und er kämpft mit einem Drachen, seht, oder? Da ist Alduin. Diese Tafel geht zurück zum Anbeginn der Zeit, als Alduin und der Drachenkult in Himmelsrand herrschten. Hier lehnen sich die Menschen gegen ihre Drachenherrscher auf. Der legendäre Drachenkrieg. Yay! Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Aha. Meister der Stimme, stellen sich gegen ihn auf. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollem Symbolismus eingebettet. Ja, ja. Diese Ranken hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen. So stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar mit Alduin selbst zu tun hat. Ihr meint, sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Seid ihr sicher? Hm? Oh ja. Sie hätten den Schrei wohl nicht so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Denkt daran. Diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Nichts an ihr wurde dem Zufall überlassen. Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt! Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Leider nein. Aber vielleicht wissen die Graubärte ja mehr. Ihr habt wahrscheinlich recht. Ich wollte sie eigentlich nicht in diese Sache hineinziehen. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Was habt ihr gegen die Graubärte? Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden. Oder was immer sie tun. Die Graubärte haben so viel Angst vor der Macht, dass sie sie nicht einsetzen wollen. Denkt darüber nach. Haben sie versucht, den Bürgerkrieg zu beenden oder etwas gegen Alduin unternommen? Nein. Und vor euch, vor eurer Macht, haben sie Angst. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Graubärte gehört hätte? Wohl eher nicht. Ja, ja, Macht kann gefährlich sein. Aber ich habe keine Angst vor meiner eigenen Macht. Gut, die Graubärte können euch viel beibringen, doch lasst nicht zu, dass sie euch von eurem Schicksal abbringen. Ihr seid ein Drachenblut. Und nur ihr könnt Alduin aufhalten. Vergesst das nicht. Ihr solltet herausfinden, was Arngeier... ich sollte herausfinden, was er über diesen Schrei weiß. Tja, gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Espern oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden.
Wir werden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Talos schütze euch. Ja, Talos schütze euch. Alduins Mauer. Die Akaviri auf der Suche nach einem Golem, der Hals der Welt nach Tamriel geführt hat. Sprich mit Angreifer. Erstmal müssen wir hier raus, damit wir uns porten können. Wobei, erstmal müssen wir einen Schnitt machen, damit ich die Folge beenden kann. Um genau zu sein. Denn das ist sie jetzt schon wieder. Mann, ey, diese Parts gehen immer so schnell rum. Und man kriegt so gut wie gar nichts erledigt, ey. Schlimm ist es. Man kriegt so gut wie gar nichts erledigt. Also dann, bis zum nächsten Mal, Leute.